Moin Leute, es ist Zeit für eine Hochzeit heute und es geht nach Ganderkesee ins Hotel Backenköhler. Da war ich schon diverse Male und es ist insofern eine besondere Hochzeit, weil die machen auch eine freie Trauung. Die darf ich begleiten und deswegen ist es super früh. Es ist 12 Uhr in the morning quasi. Gestern hatte ich Gott sei Dank keine andere Hochzeit. Dies wäre jetzt echt hart geworden, weil dann steht man quasi auf und muss direkt wieder los. Aber alles easy. Ich bin ausgeschlafen relativ, außer dass man mit Kindern immer um 6 Uhr aufsteht, aber läuft. So, let's go. Ich bin angekommen und hier ist der schöne Laden. Naja, von außen nicht so, aber innen drin sieht es sehr gut aus. Durchaus. Da geht's rein und da ist mein Auto. Ich lade erstmal aus und sehe zu, dass alles reinkommt. Eine Viertelstunde ausgeladen und jetzt geht's ans Aufbauen. Es ist fertig aufgebaut. Ich finde, es sieht auch sehr cool aus. Und die Moving Heads machen auch wieder. Ja, ich bin ja schon so oft, das habe ich schon so oft gezeigt. Blaue Lichter an die Decke. Und ja, hier ist noch sehr früh, deswegen ist hier noch nicht alles spot on. Aber das wird alles noch. Die machen das bis später noch alles tippitoppi hier. So, heute für die Deko zuständig. Hier Johannas Wedding Swipes. Ja, ich dokumentiere das auch gleich nochmal. Und hier ist die schöne Tischdeko. Und ich habe schon gehört, Blumen von Kerstin Adrian. Ja, und hier würde das gleich stattfinden. Überdacht sind wir Gott sei Dank, weil es jetzt nicht so das geilste Wetter heute. Aber ich glaube, der Regen hält sich noch zurück. Also wäre auch ohne gegangen, glaube ich. Und hier sitzt dann das Brautpaar. Better Together. Der Trauredner hat sich hier schon seinen iPad-Ständer eingestellt. Der sitzt drin, das ist der Jan-Erik. Ach ja, genau. Und Jan-Eriks Anlage, die steht da, die schwarze. Und meine Anlage, die ist fürs Mikrofon, für seine Stimme. Und ich habe meine jetzt auch noch mitgenommen. Dann haben wir daher die Musik draus. Hier ist der gute Jan-Erik. Ein herzerfrischendes Moin Moin. Genau. Und der macht hier gleich die freie Trauung. Genau, ich darf ein bisschen reden, die beiden dann quasi ja, zum Aufstecken der Ringe führen. Und jetzt haben die das natürlich hier auch schöner gemacht. Müll ist weg. Und ja, das ist natürlich hier eine Nummer, ne? Echt schön. Ja, we gonna let it burn heute. Ab geht die Party. Es ist kurz vor halb und jetzt geht's los gleich. Gäste sind schon alle da. Ich starte gleich den Wedding-Song, den zum Einlass. Moment, ja, wir kennen es alle. Der ein oder andere hat schon mal einen Antrag gemacht. Ne? Ihr wisst, wie das ist. Das Herz geht, die Frau hat eine gewisse Vorstellung, wie soll das aussehen. Ja, das Brautpaar ist gerade jetzt rausmarschiert hier und der Abschluss-Song läuft noch. Und jetzt geht's hier weiter an der Köhler-Diele. Empfangen ein bisschen Sekt. Und dann gibt's auch bald das Essen. Ja, die Suppe wird es um 18.30 Uhr geben, die werde ich eh nicht mit essen. Das heißt, für mich effektiv so erst um 7 Uhr essen. Und das ist jetzt 17:45 Uhr, das heißt, es dauert noch schon ein Stündchen. Und ich habe so ein bisschen Loch im Bauch, weil durch die freie Trauung habe ich mich schon um 23:30 Uhr quasi vorbereitet und musste dann auch los. Ne? Und dann habe ich nichts gegessen. Aber ich jammer natürlich auf hohem Niveau, weil ich meine, ich bin ja auf einer schönen Hochzeit so und ein Kaffee muss ich jetzt erstmal tun. Es gibt Essen und das sieht super aus, finde ich. Und wen habe ich gerade getroffen? Alexandra Gahr! Und ihr Bruder ist auch am Start. Nochmal der Name? Anton. Anton, okay. Ja, Schlag auf Schlag hier. Bin noch gar nicht hier, gerade mal fertig mit Essen und schon gibt's ein Spiel. Deswegen muss ich hier am Start sein. Gar keinen Fall den Regenschirm jetzt in der Spiele Hand halten, wenn die Musik ausgeht, weil dann müsst ihr so einen Zettel haben. Das wollt ihr nicht. Auf besser vor dem Öffnungstest. Spiele abgehakt und jetzt ist die Torte auch schon abgehakt. Und ja, ich glaube, es geht auch gleich Richtung Öffnungstanz.
Lass die Sau raus! Wir feiern heute mit Laura und Alex! Übrigens, falls euch gefällt, was ich da spiele, die Playlist des Abends gibt's für einen Fünfer unten in der Beschreibung und in den Comments habe ich auch einen Link gepostet. Und alle Veranstaltungen des Jahres, 30 an der Zahl, gibt's für 50 Euro als Bundle. Weiter geht's. Ja, heute ist ein bisschen starker, würde ich sagen. Und später mal gucken. Aber die sind nicht so viele, ne? Zeit für den Brautstrauß. Alles klar. 3, 2, 1, go! Roland Kaiser macht jetzt hier alles platt. Okay. Oh Gott, oh Gott. Das sind noch viele Wünsche. Vielleicht kommt Marianne Rosenberg wieder. Und ja. Aber es läuft, es läuft. Let's go!
Bamba. Und Bräutigam hat sich gewünscht. Dann geht das okay. Sonst hat gerade die Tanzwege zerstört, aber naja. Den Wunsch habe ich schon am Anfang des Abends bekommen, aber jetzt will ich's. Original! Die ist gut drauf und haben Bock. Ja, jetzt läuft hier halt noch ein bisschen Ballermann und ja, Late Night, ne? Aber der letzte hat sich der Bräutigam noch gewünscht. Es ist Viertel nach drei und ich bin schon seit 10 Minuten beim Abbauen. Es ist 3.49 Uhr und ich fahre nach Hause. Das Fazit mache ich mal aus dem Schnitt. Ich sehe da immer so fertig aus. Das Footage habe ich schnell in den Mülleimer geschmissen. Ja, aber aus Erinnerung kann ich es auch von heute noch rekapitulieren und ich sehe auch das Videomaterial und es wirft mich immer noch in die Erinnerung wieder zurück. Ja, war ein recht Schlager- und Ballermann-lastiger Abend.
jetzt die dritte Hochzeit, glaube ich, sogar hintereinander, wo das so war. Ich bin da ja echt nicht großer Fachmann und auch nicht großer Fan, aber es ist ja auch egal. Ne? Die Leute müssen ja glücklich sein und ich werde da immer mal wieder reingeworfen. Das Brautpaar hat so von vornherein eigentlich gar nicht so damit gerechnet. Aber wenn du die Leute vor dir hast, ne, dann bist du in der Situation und musst du auch liefern. Und ja, mittlerweile kann ich das ja auch. Und ich glaube, aber am Anfang hätte ich noch schneller, noch mehr davon spielen können. Wäre vielleicht noch schneller eine bessere Stimmung gewesen. Aber bei so einem Publikum ist es auch oft so, dass die erst warm werden müssen. Ne? Diese Schlager- und Ballermann-Sachen, die kannst du ja auch nicht bringen auf nüchternen Magen. Also nüchternes Gemüt, sagen wir mal. Du musst ja schon ein bisschen Pegel haben, um das Ganze geil zu finden. Und das geht am Anfang des Abends, ist halt immer ein bisschen, ne, tasten sich die Leute ran. Und erst später sind sie auch feuchtfröhlich und dann sind erst alle glücklich. Und dann geht die Party ein bisschen steiler. Ansonsten wünsche ich meinem damaligen Ich eine gute Nacht. Bis nächstes Mal.